In dieser Folge von Wir segeln arbeiten wir weiter am Boot und zwar mit Hammer und Säure. Ihr seht, was mit dem Motor ist und was mit mir los ist. Vor 7 Monaten sind wir auf unser 40 Jahre altes Segelboot gezogen. Seitdem segeln wir durch Griechenland. Und nun im Winter ist es an der Zeit, einige Bootsprojekte anzugehen. Das erste Projekt ist die Vergrößerung der Gaskiste. Die vorherigen Besitzer hatten diese leider verkleinert und jetzt passen nur noch die kleinen Campinggasflaschen rein. Die reichen bei uns nur 2 Wochen zum Kochen. Außerdem wurden die Arbeiten schlecht durchgeführt, so dass Wasser in unser Schlafzimmer tropft. Und die läuft voll und dann langsam über nach innen. Also müssen wir daran. Dafür bauen wir den Gaskasten aus. Klitschnass. Schneiden ihn in der Mitte auseinander, machen eine Form und laminieren 10 cm in der Mitte wieder dazu. Danach kommt das Ganze wieder an seinen alten Platz und kriegt ordentliche Ablauflöcher. Hier im Video brauchen wir dafür nur einige Sekunden. In Wahrheit dauert das Ganze aber Wochen und das ist frustrierend. Gegen Frust hilft Tanzen. Das ist aber nicht das einzige Projekt. Tobi passt die Verkleidung der Gaskiste im Schlafzimmer an. Ich nehme die kaputte hölzerne Zierleiste des Schwalbennestes ab. Danach wird der Rand geschliffen und verspachtelt. Dramatisiert das Ganze. Um Aggression abzubauen, wird getanzt. Aber manchmal hilft noch nicht mal das. Manchmal geht es trotzdem nicht weiter. Es stürmt und wir verkriechen uns nach drinnen. Scroomy kriegt eine ganz andere Bedeutung. Vorsichtig bitte. Ja, ich bin sehr vorsichtig. Ich glaube, so spielen. So haben die Leute früher mit Zinnsoldaten gespielt. Irgendwann scheint die Sonne wieder und wir nehmen Schere und einen Cutter. Plus alles andere an Werkzeug und gehen wieder nach draußen an die Arbeit. Als nächstes ist die Ankerwinde dran. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn Aluminium und Edelstahl sind durch das Salzwasser unzertrennbar geworden. Was mich fast so sehr aufregt wie Korrosion, ist, wenn dieser Abonnieren-Button immer noch rot ist. Also deswegen schnell mal drauf gedrückt und jetzt zurück zur Ankerwinde. Jetzt hilft nur noch Gewalt. Endlich getrennt nimmt Tobi den Motor komplett auseinander und ich entroste das Gehäuse erst mit Gewalt
und dann mit Säure. Zum Schluss kommt nur noch Farbe drauf und es folgt der Test. Okay, ist an. Einmal kurz drauf. Hat funktioniert. Ich wusste ja, dass man ihn festhalten muss, aber so. Und nochmal. Und einmal ab antippen. Dann links und einmal down. Ein bisschen länger down. Okay. Ist es jetzt richtig? Ja. Juhu! Das hast du sehr gut gemacht. Das hat uns ganz schön Nerven und vielleicht auch einige Gehirnzellen gekostet. Okay, ich glaube, es reicht. Mehr kann ich nicht. In ein paar Wochen wollen uns Freunde besuchen. Deswegen haben wir jetzt langsam Zeitdruck. Also müssen wir auch an die letzte Aufgabe ran. Den Motor. Wir müssen die Motorfüße austauschen und das Fundament stabilisieren. Weil der sich komplett gefressen hat hier. Ne, das hat sich da reingerüttelt, die Mutter. Da geht gar nichts mehr. Also der Fuß ist auf jeden Fall tot. Okay. Also brauchen wir siehst du hier, hier ist eine Kerbe drin? Und hier gibt es kein Gewinde. Es sieht so aus, als würde es so gehören. Es gehört aber nicht so. Normalerweise sollst du den jetzt hochdrehen können, ne? Ja. Aber es gibt hier gar kein Gewinde mehr. Mhm. Die alten Füße sind ab. Nun müssen wir nur noch den Motor anheben, um die neuen Füße drunter zu kriegen. Nie mit Gewalt. Immer gucken, was los ist. Nicht irgendwo dran zerren. Was ist denn mit deiner Kette, die da kommt? Eigentlich gut aus. Na dann guck, probier. Nicht zerren, niemals zerren. Ja, aber jetzt kommt halt der. Na gut, vielleicht ist er schwer, das kann natürlich jetzt sein. Jetzt kommt halt der Motor, ja. Also ich meine. Nee, das kriege ich nicht. Das musst du machen. Zeig mal. Da tut sich nichts bei mir. Raus, dann kriegst du die mit. Ja. Du hast doch da dieses Schälchen. Schließlich hängt der Motor und wir können die Füße austauschen. Da wir noch nicht genug haben und die Motortemperatur beim Fahren zu hoch ist, spülen wir den Motor mit Säure. Das ist mal wieder einfacher gesagt als getan. Wir verbinden durch Schläuche einen Eimer mit dem Kühlwasserkreislauf. Und die Säure wird mit einer Bohrmaschinenpumpe bewegt. Richtig. Okay. Erst ein Probedurchgang und dann wird's ernst. Die Säure erinnert mich an einen brodelnden Vulkan. Dementsprechend nervös bin ich, als alles wieder angeschlossen ist und wir den Motor starten. Aber alles läuft. Auge behalten. Was? Wir müssen ein Auge behalten. Und Nummer 2. Boah, Satterstrahl. Hier haben wir einen satten Strahl. Hier haben wir auch einen satten Strahl. Der letzte ist noch nicht von Satterstrahl, ne? Fast reingefallen. Und beim nächsten Mal segeln wir wieder. Wir fahren nach Delos und Ikaria. Und das erste Mal setzen wir unseren Blister.